Es wird langsam hell am Wolchow und das heißt ab ins Boot. Schnell noch ein, zwei Tickets kaufen, am besten immer zwei, falls ein dicker Brocken reingeht. Und dann ab auf Lachs. Und zwar Vollgas in Richtung der Inseln. Und dann auf den Ladoga-Lachs. Nicht auf den Atlantischen. Der geht zwar auch zwischendurch mal gerne mit rein, aber wir wollen heute den Ladoga-Lachs nochmal schön speziell beangeln. Und dafür nehmen wir ein Vorfachsmaterial, was dann auch ein bisschen dünner ist. Bedeutet direkt im Umkehrschluss erhöhtes Risiko, dass uns eine dicke, fette Hecht-Trophy das Vorfach durchbeißt. Absolut möglich und ab hier geht es schon los, denn ab hier sind wir schon im tiefen 8 Meter Bereich. Also hier in dem Bereich geht es dann so langsam los und wir schleppen erstmal da in Richtung von dem großen Baum. Also raus mit den Ruten, zack, 1, 2, 3, Bremse richtig einstellen. So, zweite Rute auch, zack, die großen Schleppruten. 1-0 Geschwindigkeit, ja, für den Notfall mal ein bisschen höher. So, und dann die dritte, nicht ganz so weit raus. Und auch da 1-0 Geschwindigkeit max, Bremse erstmal ein bisschen lockerer. Und jetzt heißt es erstmal gechillt rumschleppen. Ach, ist das schön. Schleppen in der letzten Zeit richtig gut, richtig profitabel. Ob es ein Tunguska war jetzt die letzten Tage, immer mal wieder 500, 600 Silber. Wobei ich muss sagen, gestern war es auf einmal nicht mehr ganz so gut. Da lag ich so bei ungefähr 300 Silber. Aber auch das ist halt noch ganz okay. Aber eben dann auch hier über 400 Silber am Wolchow mit diesen, zack, da geht's schon los, mit diesen Kandidaten, die eben hier reinballern. Und das waren natürlich auch Hechte, aber eben auch, na, Rapfen waren bisher noch nicht, aber eben auch die Ladoga-Lachse. Und die will ich. Und speziell diese fängt man eben ganz gut, wenn man nicht ganz so groß vom Vorfach unterwegs ist. Jetzt hier einlenken. Jetzt hier einlenken. Nächstes Ziel ist der Turm, der zerbrochene da vorne. So, Rutenspitze. Zack, zack, zack. Also Mittelachse vom Boot, von der Bootsspitze. Zeigt jetzt hier direkt auf dem Turm und wir brettern geradeaus. Also hier einmal die Linie, zack, hier runter und jetzt geht es eigentlich hier oder hier in die Wände und wieder zurück und wieder in die Wände und wieder zurück. Also irgendwie so eine 8, so ein komischer Wursthaken, hier wird gewendet, fertig. Geradeaus durchziehen, that's it. Und dann gucken, was geht. Ich bin sehr gespannt, wie das vom Wetter hier heute ist, ob das so läuft. Es soll relativ bewölkt sein den ganzen Tag über. Deswegen weiß ich es noch nicht, ob das läuft. Gestern Abend war es noch relativ sonnig hier. Und das war ganz gut. Also ich war, wie gesagt, ganz zufrieden. Deswegen wollte ich da heute direkt nochmal rein und das testen. Zack, da geht einer rein, jawohl. Gerade war schon Rapfen, eigentlich auch nicht schlecht. Ich nehme auch gerne Rapfen mit. Mein bisher größter gefangener Rapfen war auch hier tatsächlich am Wolchow. Ja, die kleinen Hechte, die werden die ganze Zeit mit reinschießen. Die sind aber auch nicht weiter tragisch. Wie gesagt, die Hechte, die gefährlich werden, sollten so im Bereich von, na, sagen wir mal so, schon um die 10, 12 Kilo sein, ja. Also in dem Bereich oder mehr sogar noch, über 12 Kilo, die werden dann tatsächlich erst gefährlich. So, genau, da fahren wir jetzt genau in dem Bereich und dann fahre ich noch ein Stückchen weiter, dass wir dann da vor diesem Anleger in dem Bereich gleich, dass wir da dann gleich wenden können und dann wieder zurück. Ich hatte übrigens den meisten Erfolg eigentlich hier oben. Man kann auch mal probieren, dass man vielleicht einfach nur in diesem Bereich oder vielleicht hier so rum hier so eine große Runde fährt. Auch durchaus eine Option. Einfach vielleicht mal testen. Vielleicht einfach mal unten drunter schreiben, wenn du probiert hast, ob das funktioniert hat. Oben um die 8 herum sozusagen.
durchaus eine Option. Letzte Woche hatte ich speziell hier in dem Bereich einige von den Lachsen, von den Ladoga-Lachsen, da waren hier unten deutlich weniger. Aber auch hier können halt immer mal wieder welche reinballern. Zack, da ist auch was dran. Und die nehmen wir natürlich auch gerne alle mit. Auch die Hechte nehmen wir alle mit. Passt ja alles. Wir gucken gleich nochmal direkt ins Setup rein, wie es aussieht. Kleine Hechte bisher. Ab 700 Gramm immerhin maßig. So, mal eben kurz wenden. Neu ausrichten. Ab wieder in den Trollinggang. Und ja, das passt. Vielleicht noch ein bisschen weiter links rüber. So, und dann wieder raus mit den Ködern. Zack und zack. Und so sieht das Setup aus. Schon ein bisschen groß das Ganze, ne? Das ist jetzt schon hier heftiges Set. Man muss natürlich nicht so ganz heftig hier rein. Wenn man gerade im Level 20 Bereich ist, kann man das Ganze hier natürlich auch mit einer HSV bestreiten. So eine Karma-Mächter wäre durchaus eine Option, wenn man noch nicht so ganz weiß, was man sich für Routen holen will. Zum Schleppen durchaus möglich und eine Route, die man dann später auch noch, gucken wir mal eben kurz bei den Routen, ich glaube, ich habe sie gerade im Augenwinkel gesehen, hier ist sie, Karma-Mächter, eine Route, die man auch später am Yama noch verwenden kann, das heißt, man kauft die nicht und die liegt dann irgendwann in der Tasche rum und wird nie wieder verwendet, sondern man kann die auch sehr gut später noch verwenden als erste Route sozusagen, wenn man dann in dem Level ist, dass man zum Yama kann und auch da dann mit kleineren Ködern loslegt und oder ja, dann auch da mit der HSV ruhig rangeht. Also das geht halt durchaus. Da kann man dann, wie gesagt, die ersten Schritte mit der Route auch machen oder wie gesagt zum Schleppen. Hier am Wolchow oder am Kuori. So, jetzt weiter hier durchziehen. Zack, und da geht der nächste rein. Hat sogar ein bisschen Bock. Hat sogar ein bisschen Bock und da geht der nächste rein. Jawohl, so soll das sein. Auch wenn es hier erstmal nur Hechte sind, alles soweit okay. Da geht sogar einer rein, der noch mehr Bock hat. Wir können langsam mal die Bremse hochdrehen. Sehr schön. Na. Müssen wir sogar vielleicht hier anhalten. Das ist natürlich richtig schön. Und da geht der nächste rein. Ja, so Moke wieder hat. Also, Uhrzeit passt. Ich denke so eher so ab 5, 6 Uhr. Da geht es dann langsam los. Wir haben ungefähr 35, 40 Minuten effektive Zeit. In der Nacht kann man dann vielleicht nochmal hier auf Z-Fische gehen, auf Aal gehen oder sowas. Hatte ich ja schon mal in dem letzten Video hier gesagt. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, hier die Nacht zu überbrücken. Und dann morgens, sobald es dann halt so 5 Uhr ist, dass man dann so langsam wieder ins Boot geht und mit dem Schleppen wieder anfängt. Vorher lohnt es tatsächlich nicht so richtig, ne? Also in der Nacht, geht da nichts. Und so gegen 23 Uhr ungefähr sind dann auch die letzten Lachse, die dann da reinballern. Und dann ist auch wirklich Flaute angesagt. Also die Nacht muss man nicht durchschleppen, sondern... Oder man geht auf Jig. Auf Zander kann man zum Beispiel gehen, auch da die Löcher durchjiggen. Jig-Montage, so ein Quicker in grün zum Beispiel, 4,5er Quicker in grün. Ich mache mal jetzt eben kurz aus hier. Ausmachen den Motor, Y hinstellen, so. Und jetzt ziehen wir nochmal richtig schön hoch. Im Stehen haben wir jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Power, sind nochmal ein bisschen höher. Aber er hat auch einfach gerade Bock, vielleicht ist es sogar ein atlantischer Lachs. Das ist ja der Hammer, ich gehe mal hier auf ein bisschen höher, ja, wobei... Wir haben ja nur 27. Haha, Glück gehabt. Glück gehabt. Hätte ich mir fast noch einen Abriss eingerissen. Wir sind ja nicht auf 35 Kilo Setup hier, sondern nur 27. Dementsprechend darf ich gar nicht die Bremse so hochstellen, wie sonst gewohnt. Hui. So, das wär's gewesen, ey. So, komm ran. Viel Schnur hat er nicht mehr, die er hier einkurbeln muss. Die letzten paar Meter, 1, 2, 3 mal noch pumpen hier. So, kriegen wir schon langsam ein Gesicht. Schön, sehr schön, wenn das schon so anfängt, ist das doch schon richtig gut. So kann das auch gleich gerne weitergehen mit den Lachsen. Zack, guck mal, der Atlantische, ja.
Alter, kampfstark die Brocken. 11 Kilo und komplett pure Muskelmasse. Ist das der Hammer, ey. Zack, raus damit. So, Bremse wieder runter auf 20, das reicht. Hier können wir die hochstellen auf 20, auch das reicht da natürlich. Und dann haben wir hier so einen Lütten, Ladoga-Lachs, den Zielfisch. Schnell wieder raus damit und rein in den Trollinggang. So, und die dritte Route natürlich auch. Ja, perfekt. Also, das war schon mal richtig gut. Das alleine ist jetzt schon kohlemäßig der Hammer gewesen. Die bringen es halt einfach übelst. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Zielfisch. Wenn ich die haben will, würde ich dann vielleicht doch eher noch auch zum Archipel irgendwann später gehen. Mit 35 Kilo Vorfach, denn dann muss man da wirklich groß reingehen für die großen Brocken. Aber wie gesagt, hier für einen Ladoga-Lachs geht das auch so ganz gut oder beziehungsweise sogar noch besser, dass man dann da eben die kleinen Ladoga-Lachs auf feinem Setup zieht. Da ist schon wieder was dran. Da ist schon wieder was dran. Hakengröße, ich bin hier gerade mit Einsern unterwegs. Wir können auch nochmal eben kurz reinschauen. Es ist hier der Balsa Minnow, Hakengröße 1. Die guten Etalon-Haken sind da drauf. Ja, wäre schon ärgerlich, wenn das abgebissen wird. Die kosten halt alle richtig gut Kohle, die ganzen Haken. Auch da die Balsa Minnows, die sind natürlich auch schwierig herzustellen oder herstellen zu lassen. Da gibt es ja einige Kollegen aus der Community, die die gerne basteln. Wenn du die noch nicht hast, vielleicht da einfach auch mal im Discord schauen. Da gibt es den Bereich Kunstköder und da gibt es dann eben auch die Kollegen, die sich da eingetragen haben, die Kunstköderbeschaffung geskillt haben und auf 100% haben. Da doch einfach vielleicht mal nett anfragen, ob die Kollegen gerade Zeit und Lust haben, so einen Köder herzustellen gegen Materialien, einfach mal im Austausch, einfach die Materialien dazu hinschicken. Liste der Materialien ist auch in dem Bereich Kunstköderbeschaffung. Link zum Discord unterm Video. So, jetzt gehe ich hier in diesen Auslieger und drehe dann hier gleich rum und dann geht's wieder zurück. Einfach hier nochmal gucken, ob nicht sogar hier in dem Bereich noch die Ladogas sind. Aber noch ballert hier nichts, also direkt wieder wenden. Hier vorne in der Mitte waren bis jetzt die meisten Einschläge. Deswegen fahren wir da jetzt einfach mal hin, kurz wenden. Zap, zarap. Bisschen Gas geben, ausrichten hier in Richtung Turm und Trollinggang rein. Ja, noch ein bisschen weiter rechts rüber. Ich will hier nicht so nah an der Kante hier lang fahren, sondern echt hier in diesem tiefen Bereich lieber durch. Und dann gib ihm. Ja, so sieht es aus. Ich ziehe jetzt noch mal ein bisschen durch und dann gucken wir gleich noch mal in den Kescher. Alter, und da ballert direkt der nächste rein. Abgefahren. Ich sehe hier gerade im Ingame-Chat der Razorfreak. Alter, Archie ist crazy, schreibt er. Ja, ist es. Aber Wolchow ist auch crazy. Wolchow, das Archipel des Mid-Game-Anglers. Also Level 20 plus. Da kann man auch hier, wenn man noch nicht so richtig Bock hat auf Archie, da kann man auch hier schon mal richtig gut die Brocken rausziehen. Guck dir das an, Alter. Wie der auch hier wieder Bock hat. Gerade schon einen schönen Hecht wieder drauf gehabt. Zurzeit tatsächlich erstaunlich wenige Ladoga-Lachse. Es ist relativ kalt heute. Vielleicht triggert das mehr die Atlantischen und die Hechte. Und den Ladoga vielleicht doch eher bei etwas höheren Temperaturen. Muss ich nochmal ein bisschen im Blick behalten. Vielleicht hast du da auch Erfahrung. Auch da gerne unten mal reinschreiben, wie deine Erfahrungen sind von den Temperaturen. Das ist ja doch immer wieder auch entscheidend für die Fische. So, gucken wir mal. Noch ein bisschen Energy. Und die Bremse. Ich glaube, es geht aber, ne? Noch nicht so übertreiben. Und auch hier. Oh ja, ich wollte gerade sagen, machen wir mal eben aus. Nicht, dass gleich noch einer reingeht. Da geht schon der nächste rein. Aber den haben wir doch hier auch gleich schon. Den haben wir doch hier gleich. Komm ran hier, Karl Otto. So. Und nochmal hier pumpen. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Nichts, was man mit so kleinem Setup macht. Und wenn, ja, dann geht man hier hart in den Drill. Guckt euch das an. 10 Kilo, 9,5 Kilo Fisch. Was der Power hat, ist einfach der Hammer.
Atlantische Lachse sind powermäßig einfach der Hammer. Ey. Und überlege mal, am Archipel dann die Dinger mit 30 Kilo. Hohoho. Ja, Mann. Gegönnt, ey. Ja, der nächste kleine Ladoga. Mal gucken, ob da noch ein paar größere reingehen. 14 Kilo Trophy-Gewicht. Das wäre so mein Ziel. Übrigens, das Ganze, ihr seht ja hier gerade die ganze Zeit mit dem Balsam Minnows, auch das Ganze ist möglich mit Dodger Crank, mit Snatcher. Einfach mal schauen, da gibt es auch im Discord schon einige Berichte. Es gibt auch auf dem YouTube-Kanal hier einige Videos dazu. Nicht nur hier an der Stelle, hier unten in dem Bereich, hier in dem Bereich. Es gibt halt verschiedenste Bereiche. Wenn ihr am Wolchow unterwegs seid oder hier unterwegs sein wollt, guckt euch die Videos rein, zieht euch das rein, guckt euch an welchen Stellen. Diese alten Spots gehen immer mal wieder. Einfach immer mal wieder testen. Lüptet oder lüptet nicht. Und ja, einfach ausprobieren. Die Köder, die da verwendet werden, auch das sind Evergreens sozusagen. Das sind Köder, die immer wieder mal funktionieren können. Und ja, wenn man dann, ich sag mal, keine Ahnung, 3-4 Videos sich angeschaut hat, hat man zumindest schon mal eine Auswahl von 3-4 Spots und 3-4 verschiedenen Ködern. Und damit ist man dann eigentlich schon ganz gut bedient. Und kann hier am Wolchow richtig gut rausziehen, die Brocken. Wir haben Mittagszeit. Ich habe 18 Fischis drin. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gewichtsmäßig hier, ja, ich sag mal, die erste Reihe, die bringt schon richtig gut Kohle rein. Hier unten, naja, ne, ist halt alles Beifang. Gucken wir mal, wie das Ganze hier noch so endet. So, es geht in Richtung 23 Uhr. Das heißt, hier kommt jetzt gleich die letzte Kehrtwende. Und dann geht's zurück in Richtung Base. Die Ladoga-Lachse ballern nach wie vor rein. So soll das sein. Aber eben auch einiges an Hechten und normale, also die atlantischen Lachse, gehen auch gut rein. Also lübt gerade wieder richtig, richtig wild hier. Ach, die Hechte, ey. Also auf jeden Fall mit so einem 27,7er Vorfach richtig gute Frequenz. Kann man wirklich gut mal machen. Auch, wie gesagt, wenn das Risiko besteht, dass man durchgebissen wird von der Hecht-Trophy. Hecht-Trophy, ja, auch geht schon wieder weiter hier. Hecht-Trophy, ja, ich sag mal so, na, vielleicht eher in Richtung 14 Kilo. Vielleicht eher in 14 Kilo. 14 Kilo, das Doppelte wären dann 28. Und damit kriegt er eben dann auch so ein Vorfach durch, also ohne Probleme sollte das durchgebissen werden. Wenn man so ein Viech dann fängt mit 14 Kilo, dann hat man da wirklich Glück, dass es eben nicht durchgebissen wurde, das Vorfach von 27 Kilo. Normale 12 Kilo Trophy, ja, hohes Risiko, dass es durchgebissen wird, aber nicht zwingend beim Hecht. Und die kleineren hier, was hatten wir hier beim Hecht? Gucken wir gerade mal rein. Gewichtsmäßig 6, da mache ich mir gar keine Sorgen. Also 6, 3 Kilo mehrere, 2 Kilo. Das ist alles ganz entspannt. Die sollten auch nicht durchbeißen. So, die letzten Zuckungen. Wir haben 23 Uhr. Und ich ziehe jetzt hier nochmal eben durch bis hin ja, zum 8 Meter Loch hier oben. Und dann packe ich alles ein. Dann ist wahrscheinlich auch schon gleich richtig schön dunkel. Dann fahren wir direkt zum Anleger, zur Base. Und wir gucken mal eben rein, was denn die Brocken so an Kohle bringen. Ihr seht also hier wirklich bis 23 Uhr oder bis es halt richtig dunkel ist. Es kann auch jetzt gleich bis 0 Uhr gehen. Wir haben ja schon halb. Also da geht immer noch was rein. Guck mal, den Döbel, ey. Den hatte ich noch gar nicht. Auch nicht schlecht. Aber 53 Fische bisher in der Zeit. Das ist immer gut. Heißt also jetzt hier 45 Minuten, viel Kleinkram aber auch dabei, 53 Brocken ist schon mal richtig gut, mehr Fisch als Fangzeit, das ist immer ein gutes Zeichen, bis gleich. So, und da sind wir schon, zack, zurück hier an der Base und der erste Schritt führt uns natürlich, der erste Weg zum Café, gucken wir mal kurz rein. Zander ist mit drin, aber da hatte ich nur einen kleinen dabei und ansonsten, ja, nichts Passendes.
Also, ab zum Fischmarkt. Und wir sortieren mal eben nach Preisen. Und da sind natürlich jetzt gerade die atlantischen Lachse, die heute reingeballert sind, ganz weit vorne. Sehr, sehr geil. Aber eben auch der Ladoga-Lachs hier mit 35 Silber oder so ein Hecht mit 35 Silber. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so verkehrt. Unmaßige, ja, heute einige mit dabei. Aber trotz allem im Ganzen passt das, glaube ich. 500 Silber hier jetzt in 40 Minuten, oder? Ist, glaube ich, mehr, ne? 50 Minuten bestimmt schon jetzt. Schon, ne, 48. Naja, 50, 45 Minuten, sagen wir mal. Ich glaube, das ist, genau, das passt ganz gut. Also, im Großen und Ganzen kann man machen. Zieht raus die Brocken. Tja, und wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es dir geholfen hat, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri,